Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich bin richtig aufgeregt, weil das ist die neue tiefe Form von Modes and Shapes. Das ist die Tough and Rough, haben sie die genannt. Und das ist die Zweier-Untersetzer-Form. Ja, ich wollte sie hochheben, aber es ging nicht so ganz, weil ich habe sie da auf Plastik auch mitliegen und dann ist es ein bisschen schwierig. Ich fange an mit, also ich möchte gerne nochmal diese Dragon Flower gießen, weil ich möchte sehen, wie kommt das in dieser Form heraus, weil sie ist ja ein bisschen länglich gezogen, ist ja praktisch wie die Slates Form, nur in tief. Und von daher wollte ich das einfach mal ausprobieren. Meine erste Farbe ist schwarz. Ich habe da die Inks in schwarz in mein Harz gemischt. Und dann fülle ich praktisch diese Form auf mit dem Blau. Das Blau ist sehr transparent angemischt. Es sieht halt nur dunkler in meinem Becher oder Behälter aus. Das gleiche mache ich jetzt für die zweite Form. Und ja, ich bin richtig froh, dass Modes and Shapes diese Form rausgebracht haben, weil die Slates Form, die hat mir früher schon immer sehr gut gefallen. Also da habe ich ganz am Anfang auch immer sehr, sehr viele Güsse mitgemacht. Und jetzt haben sie die tiefe Slates, sprich die Tough and Rough. Und ich finde sie richtig schön. So, das Ganze fülle ich mir jetzt auch wieder mit dem transparenten Harz auf. Und dann kann ich auch schon gleich mit dem Design anfangen. Und zwar habe ich da in mein Weiß Casting Craft angemischt, das Weiß, und habe ein paar Tropfen blaue Inks reingetan, blaue Tinten. Und dann nehme ich mir mein Becherchen, ich habe mir den Rand so ein bisschen abgeschnitten, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Und dann gehe ich wieder in diesen Bögen am Rand entlang und mache dieses Design. Das habt ihr ja schon am... Wann haben wir das Video veröffentlicht? Am Mittwoch, da gab es ja die Zusammenarbeit mit der Marion Richter. War es Mittwoch? Nee, es war am Donnerstag. Mit der lieben Marion Richter und der Sandra Rettig. Also, das ist eine Technik, die macht süchtig, weil jedes Ergebnis ist anders und man bittet oder betet und bangt. Das ist ähnlich wie bei der 3D-Blume, dass es auch gelingt. Die Technik habe ich übrigens erlernt bei resincourses.com. Wenn ihr euch interessiert, schaut einfach mal rein. Ne, ist alles in der Beschreibungsbox. Und da gibt es auch entsprechende Rabattcodes. Auch natürlich für Modes and Shapes, also denen ich so, so dankbar bin, dass ich die Form hier vorstellen kann. Die ist wirklich ganz, ganz neu. Und sie wird auch ab heute in dem Shop sein. So, aber wieder zurück zu meinem Guss. Also ich bin jetzt hier fertig und lasse praktisch das Harz noch ein bisschen arbeiten. Und in der Zeit kann ich meinen zweiten Untersetzer gießen, kann das Design gießen. Und ich habe das Video hier nicht vorgespult. Ich habe es wirklich in Echtzeit laufen lassen, damit ihr seht, dass ich mir wirklich Zeit nehme, mit dem, was ich da mache, dass ich nichts übertreibe, dass ich nicht einfach irgendwas in die Form schmeiße, sondern nehme mir meine Zeit, diese Bögen zu gießen. Es ist am Anfang, wenn man das erste Mal macht, nicht so einfach, aber ja, mit der Zeit bekommt man da so ein bisschen Routine drin und dann macht das auch einen Heidenspaß, also muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt meine dritte Runde. Dann gehe ich noch mal einmal kurz rum. Und das war's dann. So, und jetzt lasse ich halt das Harz arbeiten. Leider kann ich keine Timelapse machen, weil ich brauchte mein Telefon. Sonst hätte ich euch das gezeigt, wie sich das richtig schön zusammenzieht. Aber hier seht ihr das. Also es muss sich gut zusammenziehen. Und dann kommt die letzte Reihe, wo ich dann praktisch auch nochmal im Bögen am Rand entlang gehe.
Das mache ich dann auch für beide Untersetzer direkt. Hier auch. Das ist echt, ich würde gern wissen, wie dieses Design auf der anderen Seite jetzt aussieht, wo sich das alles so in die Mitte gezogen hat. Ob es blobben würde, ob es nicht blobben würde, ist auch noch interessant irgendwie rauszufinden. Oder auch, ja, ich habe da mit diesem Design noch so ein paar Ideen, die ich ausprobieren möchte, um zu sehen, was dabei rauskommt. So, und jetzt aber mein klares Herz. Ja, ich wusste nicht genau, wie und wo. Und dann gebe ich es aber mit einem Schwung in die Form hinein. Und dann musste ich aber auch aufpassen, dass ich nicht überfülle. Und das Gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten Untersetzer. Da bin ich nicht ganz so schwungvoll reingegangen, keine Ahnung warum. Da passte dann auch noch ein bisschen Harz in die Mitte hinein. Die habe ich dann wirklich vorsichtig in die Mitte gegossen. Und dann lasse ich einfach das Design sich wieder zurück in die Mitte ziehen. Jetzt lasse ich die Kamera laufen, habe aber keine Timelapse, weil ich wollte mir ja auch mein Glitter irgendwie zurecht suchen, zurecht mischen, keine Ahnung. Aber dann habe ich den Deckel aufgemacht, dann ist mir das ganze Glitter erstmal um die Ohren geflogen. Da musste ich meine Sauerei auf Deutsch gesagt, erstmal sauber machen. Aber in der Zeit seht ihr wirklich, wie sich das Harz verhält. Es ist natürlich jetzt langsam, weil ich keine Timelapse gemacht habe, aber ihr seht, wie schön sich das also in die Mitte zieht. Und im Hintergrund, im Schatten, seht ihr, dass ich da echt beschäftigt war, das ganze Glittergedöne wieder aufzusammeln. Übrigens ist das Miro Miro von Laura's Art Corner. Das habe ich von der Sandra in so einem kleinen Döschen bekommen. Und irgendwie, keine Ahnung, gestern hatte ich wohl einen zittrigen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich die Dose nicht öffnen. Passiert. Nun gut. Aber ihr könnt wirklich sehen in Echtzeit, wie sich das Harz in die Mitte zieht. Während ich im Hintergrund da irgendwie rumkasper. Gut, dass ihr das nicht alles so seht. Ich denke mal, es geht vielen Künstlern so, gerade wenn man Videos macht, dass da irgendwie was passiert und dass es nicht immer so perfekt ist. So, jetzt habe ich aber mein Glitter und ich arbeite mir das relativ schnell in die Mitte hinein. Ihr seht, wenn man das Glitter einfach so reingibt, ohne es vielleicht mit Harz anzufeuchten, dann möchte das sich ausbreiten. Und deswegen immer sofort mit dem Spachtel oder mit dem Dotting-Tool reinarbeiten, dann ist auch gut. Dann macht das Glitter auch nicht mehr viel. So, und das habe ich jetzt gemacht. Und dann nehme ich mir mein Dotting-Tool und mache nur noch einen kleinen Wirbel, mal eben noch mit dem Sturmfeuerzeug. Hier bitte immer vorsichtig sein, ne, dass ihr euch das Harz und die Form nicht verbrennt. Und dann mache ich meinen kleinen Wirbel. Den wirklich sehr vorsichtig, nicht zu tief, damit ihr euch das Design nicht hinterher irgendwie ruiniert. Sieht halt immer nett aus mit dem Wirbel. So, und dann kann ich euch auch eine Nahaufnahme zeigen. Das war ungefähr eine halbe Stunde später und ihr seht schon, das hat richtig gut gewebt. Also wenn das so wie Spinnenfäden auf der Oberfläche aussieht, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Also ich war zu dem Zeitpunkt sehr positiv gestimmt und einfach mal abwarten. So, und dann hatte ich senile Bettflucht. Um 4:30 heute Morgen habe ich ausgeformt. Und ich bin mega neugierig. Ja, ich bin aufgewacht und dann habe ich gedacht, komm Petra, guck mal, wie weit sie sind. Und sie waren wirklich schon gut ausgehärtet. Also sie sind nicht mehr weich. Ist wahrscheinlich dem Wetter geschuldet, weil es ist wirklich warm. Es war gestern auch ein warmer Tag, wo ich gegossen habe. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt, was, und schaut mal.
Sind die nicht schön von der Form her? Was ich so toll finde an der Slates-Form, das war schon mit der niedrigen Form, oh, ist ja jetzt die Tough and Rough-Form, dass am Rand, obwohl sie diese Live-Edges haben, also die lebenden Kanten, gehen die Blütenblätter richtig schön nach außen. Und ich finde das wirklich mega, mega schön. Doch, ich bin sehr, sehr zufrieden. War nervös, aber es hat geklappt. So, und jetzt nehme ich euch nochmal runter, damit ihr euch die Untersetzer nochmal angucken könnt. Da seht ihr das, wie schön die Blütenblätter sind. Und ich bin auch mit der Farbwahl sehr, sehr zufrieden, weil das passt so richtig. Das ist wie eine Steinblume irgendwie. Doch, sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier habe ich auch die Tablettform gegossen. Da ist es ein bisschen anders rausgekommen. Da habe ich da die Mitte ein bisschen klarer, aber gut, ich finde, das ist ein guter Match, das Tablett und die Untersetzer. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen. Und schaut einfach mal in die Beschreibungsbox bei Molds and Shapes und bei resincourses.com natürlich auch Resin Pro und eventuell auch Octopus. Okay, ich sag mal bis dann und passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.